Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stone Shard, einem tollen Spiel, was noch ein bisschen schwer ist, aber ja, ich habe es ein bisschen gefixt, indem ich ja einfach alle Standardzauber genommen habe und hier noch Versengen und Flammensättigung und es geht relativ gut. Jetzt habe ich einfach nichts mehr zum Skillen, also ich möchte eigentlich nicht unbedingt. Okay, das kann ich noch nehmen, Abklingzeit. Viel investieren noch. Und ja, wir waren unten und jetzt sind wir hier oben. Also ich musste hier hoch zum Speichern. Deshalb bin ich jetzt schon hier oben. Und ja, das Speichersystem ist halt noch ein bisschen hart, indem man es nur in einem neuen Gebiet dann speichert. Aber okay. Ich mache einfach mehrere Parts hintereinander, dann geht es schon. So. Okay, es könnte der Boss kommen. Wir haben noch ein bisschen Hunger. Was essen mit dem Käse? Der läuft immer so schnell ab. Und wir sind optimistisch, okay. Oh. Varen! Varen! Varen, du lebst! Lauf, solange du noch kannst! Grünwald, okay. Nein, lass uns nicht hier! Aruz, bitte mach, dass es aufhört! Archon, okay. Ah, ein unbetener Gast. Wir hofften, dich bis zum Schluss aufheben zu können, aber da du freiwillig hergekommen bist, bist also derjenige, der hinter all dem Wahnsinn steckt, wirst du für alles bezahlen. Wie arrogant. Sieh dich um, es ist vorbei. Bald werden sowohl die Steinsplitter als auch eure Seelen den höheren Zweck dienen. Dennoch schätzt das Gericht deinen Mut. Du kannst uns gut dienen. Steck deine Waffen weg, vielleicht verschwinden wir dann. Dieses Mal nicht, Schätze. Nun denn, wir erarbeiten uns und du lehnst uns Erbarmen ab. Lass das Ritual beginnen. Kaya not Niruk. Okay, so wie es aussieht, sind wir hier gefangen und es gibt zwei Staaten. Habe ich ja schon gelesen. Jetzt war es ja gesagt, glaube ich. Und okay, Castle. Ja, muss ich nicht hier bleiben. Wir müssen den, glaube ich, im Nahkampf angreifen, so wie ich kenne. Okay, das ist ein Gegner. Setze ich mal diesen Strahl ein, weil der ist mega stark für den Anfang. Kannst mich aufhalten? Ja, so wie es aussieht, macht mir das gut. Ist nicht in Reichweite. Okay. Ja. Geht schnell, ne? Castet wieder irgendein. Ah, okay. Okay, wir haben es geschafft. Ah, es geht auch weiter. Später im Kampf. Das Ziel ist, ich steige ab. Hat sich mit dem Stein. Den Stein ins Gehirn gelegt. Na gut. Der Gastgeber habe Erbarmen. Was für eine üble Bestie. Okay, dann fangen wir mal an mit dem wieder. Gleich mal. Jetzt ist er geschwächt. Jetzt setzt ihn so ein starker Ausweich. Mit Ausweichen. Jetzt hat er sich regeneriert und Energie wiederhergestellt. Okay, ist gut. Er ist betäubt, weil er dort in den Altar reingerast ist wahrscheinlich. Ja, betäubt steht. Immer gut ausweichen. Das ist ein bisschen viel leichter als die Gegner im letzten Gebiet. Ich habe so viel geht. Okay, er hat noch halbes Leben. Jetzt schauen, dass wir nicht out of mana
komm. Ausgewichen. Nein, Carsten muss. Okay, schon. Oh Gott. Was passiert denn da? Das ist ein höllischer Trip. Wären, ich habe viele Fragen. Jetzt ist keine Zeit. Wir haben den Steinschmied. Lasst uns verschwinden. Und das müssen wir jetzt machen. Ah, okay, die gehen einfach weg und wir nehmen den Steinsplitter. Okay, wir haben ihn. Jetzt schauen wir mal, haben wir den im Inventar? Ja. Er strahlt noch immer Hitze aus. Ja, er war ja auch im Gehirn vom Dämonen, vom Priester. Okay, Dehydrierung. Damit wir das immer wieder auffüllen können, trinken wir das schon mal. Und ja, jetzt gehen wir hier runter. Okay, da sind wir draußen. Da gibt es einen Schatz. Da unten sind die Leute. Nehmen wir mal den Schatz. Ein Brünnwermut. Ein Getränk. Also ein Schnaps oder. Ja, eher Wein. Bisschen Geld, das ist auch nicht schlecht. Da ist ein Wald. Hier sind scheinbar recht starke Wölfe, also noch nicht so in den Wald reingehen. Kiefernkappe. Fliegenpilz. Aha, okay. Natürlich viel besser, wenn man positiv Effekt hat, also als Vergiftung, oder? Scheinbar hier nichts mehr, also ich sehe nichts mehr. Dass irgendwas sein könnte. Ja, dann gehen wir mal weiter, also zu den Leuten hier. Interesting. Aber schön, dass wir endlich draußen sind. Mein ganzes Hab und Gut, mein ganzes Vermögen. Ich bin reuniert. Des Gastgebers Finn Rinwald hatte den Mund. Ben ist tot, Locke ist tot, Jorgen auch. Und du weißt wegen deinem alten Kram. Und das alles nur wegen dir. Während, hast du gedacht, unsere Jungs würden kneifen? Du hättest es mir wenigstens sagen können. Ein leichter Job, vielleicht etwas buddeln. Du nimmst eine Horde Kannibalen einen echten Job? Oh. Bist du verrückt? Glaubst du, ich habe dich angelogen? Grünel hat geschworen, ich habe es seit Jahren verlassen. Du behauptest also, dass dein Grünel uns in den sicheren Tod geschickt hat? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Es ist eine Art Irrtum. Dieser Irrtum hat die Hälfte unserer Männer das Leben gekostet. Ich weiß, ich habe auch viele Fragen. Glaub mir, sobald wir mit dem Auftrag fertig sind, wird Gwynel jede einzelne davon beantworten. Nein, Wern. Hier trennen wir uns. Die Karawane gibt es nicht mehr. Rinwald, Arsus und ich gehen zurück nach Bryn. Nach all den Jahren, ich habe gerade deine Fälle gerettet. Alles, was du getan hast, war, uns aus der Falle zu retten, in die du uns geführt hast. Früher wussten wir immer, wo und was unsere Aufgaben waren. Endlich mal nicht so eine Heldentum-Geschichte. Das ist einfach interessant, oder? Aber als du anfingst, mit Gwynel den Ellbogen zu schreiben, nahm unser Unglück ein Ende. Ich möchte wissen, was Gwynel birgt, warum er Steinsplitter braucht und was die verdammten Steinsplitter überhaupt sind. Die machen uns an uns an Dämonen oder sowas. Und doch haben wir nicht die geringsten Ahnung von allem. Wenn du dich nur um Geld kümmerst, aber man kann den Tod nicht ausbezahlen. Ich bin fertig damit. Ich stehe dir frei zu gehen, aber ich bin an den Auftrag gebunden. Ich komme ohne dich zurecht, ich verschwinde. Ja. Dieses Geld. Osbrook, eine Woche später. Hier bin ich nun also. Die Karawane ist weg. Mein Bein ist verkrüppelt, die Hälfte meiner Männer ist tot. Und die andere Hälfte sind Deserteure und Verräter. Der Gastgeber sei gepriesen. Zumindest habe ich den Steinsplitter. Ich war mit dem Gespräch fort.
Wenn ich gewusst hätte, dass ich es mit dem ganzen Kult von weiß der Teufel was zu tun bekomme, hätte ich dreimal nachgedacht, bevor ich mich auf den ganzen Schlamassel einlasse. Ich bin zu alt für solche Abenteuer. Aber wenn ich jetzt nur ein richtig ruhiges Gespräch mit Gwynnel führen könnte, würde ich ihn fragen, was zum Teufel hier los ist. Ich mache das seit 30 Jahren, aber ich habe mich noch nie in so einer schwierigen Lage befunden. Ich muss zurück nach Brünn. Ich habe keine Lust, allein dorthin zu gehen. Deshalb habe ich mich nach dir geschickt. Weißt du noch, wie ich dir damals geholfen habe? Nun Zeit, sich zu revanchieren. Verdammt, es ist so lange her. Sag mir was. Was hast du so gemacht? Was haben wir so gemacht? Wollen wir eine Frau spielen wegen Magier? Wir wollen ja Magier sein eigentlich, oder? Weil ich glaube kaum, das machen viele. Also viele machen mit Schwert und Schild. Habe ich gesehen. Spielen mit Schwert und Schild. Vor allem Let's Player. Bestätigen. Wir sind eine Frau. Ist das so interessant, wie auch immer genug der Höflichkeit. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Hier ist es also der Deal. Hier ist also der Deal. Ich kann mit meinem Bein nicht so nach Brünn laufen. Wenn du also nicht vorhast, mich zu tragen, brauchen wir einen Kahn. Wir brauchen Pferde. Aber wir haben Glück. Während du weg warst, habe ich mich mit dem Dorfältesten unterhalten. Wir sind zu einer Vereinbarung gekommen. Wir werden drei Aufträge für sie erfüllen und sie werden uns einen Kahn und zwei Pferde geben. Mach mir keine Sorgen wegen den Aufträgen, es ist nichts Besonderes. Ich glaube nicht, dass du meinen Rat brauchst, wie man mit den Untoten und Banditen umgeht. Der Älteste wird dir hier die Einzelheiten mitteilen. Du solltest sofort zu ihm gehen, es ist keine Zeit zu dir. Okay, eine Karte. Hilf mit der Navigation, allerdings gibt es keine Garantie dafür, dass du dich nicht doch verirrst. Okay. Du kannst den Gastwirt auch über örtliche Ereignisse befragen. Es ist ein gesprächiger Mensch und wird dir sicher alle Fragen beantworten. Dann geh jetzt. Viel Glück. Okay. Oh, sieht eigentlich schon recht nice aus. Jetzt möchte ich mal noch kurz schauen. Die hat wahrscheinlich nichts mehr. Ja. Also jetzt beginnen wir sozusagen halt unseren Charakter. Und wir können nur eine Frau spielen. Das ist ein bisschen schade. Weil ich bin ja eher lieber ein Mann. Können wir die einfach nehmen? Aber das bringt ja nicht viel. Willkommen in unserem Gasthaus. Was verkaufst du? Also wir haben sehr viel Bäche. Aber die brauchen wir eigentlich nicht. Kaufen, kaufen. Ein Gammastock tragen wir mal. Und kurz durch. Kann ich nicht verkaufen. Ah, nicht an dieser Art von Waren interessiert. Leider nur Käse, wir könnten etwas anders kaufen, aber wir haben, ja, wir haben schon Geld. Nur, okay, dann machen wir mal weiter. Ich möchte einen Raum mieten. Erlaubt das Speichern des Spieles. Machen wir das mal kurz. Wir hatten schon lange nicht mehr viele Gäste. Wie lange willst du bleiben? Mal einen Tag. Genießen deinen Aufenthalt. Dein Raum ist oben, am Ende des Flurs. Mach dir keine Sorgen um deine Sachen. Leg sie einfach alle in die Truhe neben dem Bett. Dort sind deine Sachen sicher. Das garantiere ich dir. Also wir können das immer hinlegen und wir nehmen das Zimmer. Okay, dann sind die Sachen hoffentlich immer noch drin. Was ist denn hier? Ah, hier geht's raus. Okay. Ah, ich dachte, hier unten geht's raus. Eimer. Wie wäre es mit einem Krug schaumigen Bieres? Etwas Interessantes gehört. Vorsicht vor Banditen, die Welt in dieser Gegend wimmelt von ihnen. Nicht weit von hier gibt es einen Verbindungsweg nach Brünn, sodass es für Banditen leicht ist, die vorbeikommenden Reisenden auszurauben. Auch wir hatten unter ihnen zu leiden, bis der Magistrat begann, sie zu jagen. Jetzt wissen diese Schurken also, dass sie sich von Osbrook fernhalten müssen. Was glaubst du, wer wird noch am Ende des Grafenstädter gewinnen? Ich hoffe wirklich, dass wir nicht wieder unter der Knute irgendeines edlen Herrn stehen. Wir leben seit einem Jahr unter dem Schutz des Magistrats und zu seiner Ehre stört er uns nicht nur selten. Und ich hoffe, dass ich, so der Gastgeber will, in dieser Hinsicht nichts ändern will. Wird, okay. Also.
Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Welches ist jetzt unser Ziel? Beides. Lumpen. Für was braucht man einen Lumpen? Haben wir irgendwie. Ja, wir haben einfach die verschiedenen Items, die sie trägt. Also nichts mehr, kein verzaubertes Item mehr. Na gut. Wusste ich, dass man den Charakter verliert? Ich das natürlich schon. Ja, nicht alles verzaubert und so, aber jetzt haben wir auch die Verzauberungsrollen nicht mehr. Also, ja. Immer diese einfachen Leute. Siehst du nicht, dass ich keine Zeit für Trivialitäten habe? Was verkaufst du? Ah, nur Krempel. Spiritus. Pfannkuchen. 9 Tag. Käse. 5 Tag. Na, lassen wir. Sagen wir noch nicht so viel Hunger brauchen. Ich bin fast verhungert mit dem Magier, weil ich einfach zu lange mich umgeschaut habe. Geldbeutel. Okay, den brauchen wir natürlich dabei. Sternenstaub. Ist ja negativ. Also Schmerz müssen wir schon entfernen. Also müssen wir noch nichts reintun, hä? Gut. Und hier hoch. Aha. Geheimgang sozusagen. Also nicht gerade ein geheimer Gang, aber immerhin ein bisschen versteckt. Nägel. Für Händler. Wir könnten jetzt eigentlich alles verkaufen, was wir hier oben finden. Aber komm. Müssen wir nicht machen. Vorwärts. Kann man irgendwie schnell rausholen mit Stück oder so. Okay, das ist leider nichts mehr. Also. Können wir nochmal mit ihm reden? Okay. Ja. Lieber. Noch ein bisschen schneller vorwärts machen. Ich möchte eigentlich Chronomagie und die anderen Magiearten anschauen. Schwarze Wildschwein. Ja, ich will nicht die ganze komplette Geschichte hören von diesem Gasthaus. Hallo, aufhören. Hören Sie auf. Fertig. Genug geredet. Los, gehen wir raus. Was soll ich mit Kohle? Ja, ich habe schon Kohle, aber im Geldbeutel. Okay, haben wir es auch von. Freude, Freude, ich kenne unser Land. Trinken wir drauf. Was verkaufst du? Ja. Jeder verkauft irgendwas. Für was soll ich eine Krone? Eine Krone für eine Krone kaufen? Und für null. Aber. Was? Ja, okay, ich rede nicht mehr. Aber mit dem Schmied möchte ich kurz reden. Muss irgendwas gehämmert werden? Ja, den Kopf. Irgendwelche Neuigkeiten? Diese Waffenschienen. Das gleiche, was der andere gesagt hat. Hä? Wieso verkaufen die alle Kronen? Was macht das für einen Sinn? Ja, der Händler hat ein paar Kronen. Komm, gib mir ein paar Kronen aus. Ja. Magiehändler. Vielleicht, der hat vielleicht ein bisschen Magie. Hat er irgendwas Magie? Identifizieren. Ja, werden wir jetzt noch nicht holen, hä? Ja, gut, aber ich brauche irgendwas mit Magie zuerst, bevor ich irgendwo hingehe. Irgendwie zu einer Brücke müssen wir gehen. Komm, gehen wir einfach mal ein bisschen raus. Wir brauchen ein bisschen mehr Action. Ah, okay. Ziemlich nett gemacht. Einfach mal so ein schwarzes Loch. Wir haben ja noch keine Waffen und also Ding. Wir müssen ja einen Zauber. Es gibt vielleicht zwei. Das ist schon der richtige Ding. Also auf jeden Fall Pyromagie. Das ist echt geil.
Sonst machen wir einfach etwas anders, aber mal zuerst ein bisschen uns umschauen. Okay. Das Blöde ist, dass alles brennt, oder ihr müsst aufpassen mit Pyromagie, dass sie nicht verbrennt. Dass ihr euch nicht anzündet. Aber keinen Grund zur Sorge, ist ja nichts da, oder? Ja, wir sammeln immer zwei Pilze ein. Wir können gar nicht nur den braunen Pilz mitnehmen. Es ist wirklich gerade nichts hier. Einfach mal alles anschauen. Nehmen wir mal alles mit und schauen es an. Ein Bär, ja, mit dem will ich nicht kämpfen. Noch nicht. Wir sind noch ein bisschen schlecht, hä? Okay, hier ist echt nichts. Scheinbar ist das Spiel recht beliebt. Also die Aufrufe liegen bei mir in den Himmel. Schon ziemlich weit nach oben. Ich bin ja noch nicht so ein bekannter YouTuber. Ich mache halt immer zu viele Pausen wegen Sport und so. Also jetzt nicht mehr, aber ja, einfach auch Geldprobleme gehabt und deshalb nicht neue Hardware kaufen können. Okay, die werden gerade angegriffen. Spielen wir noch ein bisschen mit. Diesen coolen Game. Untersuchen. Ein Pyromant. Ja, ich sehe das jetzt einmal auf Pyromant. Ha, wir zünden ihn an. Machen wir das taktisch. Jetzt. Kleiner Hund. Also schräg laufen und rückseitig. Okay, wir haben irgendwie gekontert. Hase wurde entdeckt, Hase ist alarmiert. Ja, das ich jetzt gerade momentan echt schnuppe. Oh, der ist schon tot. Und das ist der, mit dem er den anderen gebrannt hat. Okay. Der Hund ist ein bisschen schneller als wir. Okay, hat es geschafft. So ein Dreieck. Das ist ein Wildschwein, das greift mich an. Das ist ein Schwein hier. So wenig Mana, kann ich es mal angreifen. Und ein Kratzer. Was? Was? Was ist denn das für eine? Okay. Zu viel gewagt, hä? Zu viel gewagt. Haben wir jetzt irgendwas verloren? Nicht? Haben wir irgendwas verloren? Oder haben wir das einfach gespeichert jetzt hier? Scheinbar ist es einfach zurückgesetzt worden. Okay. Ja. Zum guten Glück. Aber direkt sein Camp angreifen ist natürlich nicht gerade so gut. Deshalb, ja. Müssen wir halt nochmal. Ja, gehen noch nicht dorthin zurück. Lieber nicht. Nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Nein. Lieber hier lassen. Diese schwarze Kohle, die ist nicht gut, nur die Geldkohle. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Kann ich dir etwas helfen? Teigtasche. Wieso verkaufst du keine Körner oder ja, irgendwas? Irgendwelche Neuigkeiten? Es riecht nach Asen, es riecht nur nach lockerer Erde und ein bisschen Gestank. Ja, lebendigem.
an lebendigem Leib auffressen. Genau. Eindeutig. Komm, wir sammeln Pilze. Das ist viel besser als Söldner Pilze sammeln als irgendwelche Leute killen. Eben Pilze sammeln. Mhm. Noch mehr Pilze. Ich wusste, dass wir einfach Erfolg haben als Pilze sammeln. Hey yo. Okay, aber langsam ist der Part leider wieder vorüber. Ich gehe nochmals in die Taverne, dass gespeichert wird. Und dann sehen wir wieder in der Taverne. Das nächste Mal uns wieder. Ja. Mit der schönen Lady. Wir machen sie zum Nacktmagier. Nein, ja, ihr wisst was. Zum Kronenmagier, meine ich. Wir ziehen einfach den Leuten die Kleider aus, was Kronenmagier. Geht doch das, oder? Also zum Beispiel der hier. Lieber nicht. Bis das nächste Mal. Tschüss.